Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu Drakan Order of the Flame. Ich sehe gerade, dass die Aufnahmetaste anscheinend meine Waffen wechselt, aber das sollte nicht so das große Problem sein. Sonst muss ich da nochmal in die Option reingehen. Wir haben hier im ersten Teil uns mit der Geschichte vertraut gemacht, was der Orden der Flamme ist. Überhaupt ist, was unsere Aufgabe ist, pipapo. Und da sind ganz schön viele Freaks. Und wie viele Heiltränke haben wir noch? Wir haben 4. Wir räumen einmal ein bisschen Inventar auf, so. Es sind 4 Stück. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. 2 kleine und 2 große. 3 große. Oh Gott! Okay, der eine ist tot. Oh. Aua. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der Körper von hinten. Der Körper von hinten. Ich habe ihm den Arm abgeschlagen. Sehr gut. So, da war ein Heiltrank. Das lief jetzt doch gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Sehr gut. Das sind hier Explosivfässer. Nennen wir es doch einfach auf Deutsch. Explosivfässer. Wenn wir die anhitten, dann explodiert es und wir sind zu 100% tot. So. Rusty Axe haben wir eingesammelt. Ich weiß gar nicht, das Spiel ist auf Deutsch. Aber wieso halt alles auf Englisch steht. Das finde ich ein bisschen komisch, aber das macht nichts. Das sagt jetzt meine Keule eigentlich. Oh, die zerfällt auch schon fast. Aber das macht nichts. So, wir haben ja noch ein paar Waffen, haben wir. So, jetzt sind wir hier oben. Oh, guck mal, da sind welche. Wenn wir jetzt hier... Genau so. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, jetzt kriegen wir aber gar keine EP dafür, dass wir die nicht... Aber wir... Das, hier kriegt man ja gar keine EP. Oh, das habe ich jetzt verkackt. Aber macht nichts. Einer ist tot. Einer ist tot. Oh yeah. Oh yeah. Ich habe noch nie mit dem Gore-Potenzial... auf hoch gespielt und es ist fantastisch. Ha! Ist das schön. Das ist so schön. Okay, wo, oh nein, ich will nicht schon wieder kämpfen. Also es hilft tatsächlich, Splatter, wenn man um die Leute rumtanzt. Es hilft. Es ist nur nicht bei mehreren. Dann ist es halt, okay, warte, Spastic Saver. Spastic Saver. Möchten Sie? Ja. Vielleicht sollte ich mir so eine Shortcut-Taste machen zum Speichern. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, dass ich... Okay, er hat mich gesehen. Ich habe gedacht, ich könnte ihn outsnauken. Outsneaken, Mann. So, da ist mein Klapp ist kaputt gegangen. Oh. Da ist... Oh Gott, hi. Willkommen bei der Party. Wup, 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 wup. Okay. So, was haben wir denn jetzt noch? Ich habe das Mithril-Schwert ausgerüstet. Das hat 20 AP. Die Axt hat 12. Der hat 15. Und Atimas Klinge 5. Ja, dann bleiben wir doch bei der Klinge erstmal. Und arbeiten uns von unten nach oben durch. Ich will immer noch einen Bogen haben. Ein Bogen ist geil. Da! Wenn wir vom Bogen reden, wir haben schon mal Pfeile. Das ist ein guter Anfang. So, dann gehen wir mal weiter. Sieht er mich? Ja. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob er zu uns gedreht ist. Aua. Oh Gott, noch ein Hit und wir sind tot. Okay, alles gut. Oh, da ist ein Heiltrank. Okay. Spastic Saving. Zack.
Okay, ich werde einmal kurz in den Controls gucken. Wo Quick Save ist Q. Okay. Dann werden wir das so machen, dass ich halt Q drücke. Ich habe sonst das Gefühl, das sieht irgendwie immer blöd aus, wenn ich die ganze Zeit auf ins Menü gehe und dann speichern und wieder. Aber wie gesagt, ich werde hier wahrscheinlich sehr oft sterben, wenn ich nicht ständig auf... Hi! Oh, auf Speichern drücke. Hallo, hallo. Das war schön. Da sind noch mehr. Hi! Ach, da sind die Steine, die wir geworfen haben. Oder grollt ihr? Oh nein! Oh, pff. Nicht alle auf einmal, bitte! Oh, ich bin noch nicht mehr die Jüngste. Oh Gott! Ich habe gedacht, er trifft mich nicht. Aber er hat mich getroffen. Ah, okay. Ist hier irgendwas von Wert? Nein. Wo sind wir jetzt überhaupt? Da irgendwo. Sehr gut. Okay, speichern. Ah, save successful. Oh, da geht's auf den Friedhof? Oder was ist das? Garten? Der Garten Eden. Nee, ist ein Friedhof. Oh, und da ist was. Da oben ist auch was. Ich habe ein bisschen Angst hier. Das ist ein Schwert, oder? Born Longsword. Hm. Langschwert. Nice. Kann man hier was machen? Kann ich hier lesen? Ist das ein Dungeon? Hallo! Hallo, Echo! Hallo! Was gibt's hier Schönes? Ich höre... Ist das Feuer oder ist das Wasser? Oh nein, nicht du. Ugh. Okay, warte. Quick Save. Okay, man braucht einen gewissen Rhythmus für die Dinger. Ach, so ein Feuerkristall ist das. Ja, Feuerkristall. Ich bin ehrlich, hat sich nicht gelohnt. Also diese Feuerkristalle, die rüstet man aus und dann benutzt man sie und nach einem kurzen Delay von 1-2 Sekunden entsteht dann um einen rum ein Feuerring, der so von einem weggeht. Oh nein, da ist schon wieder so einer. Okay, let's go. Und, oh Gott. Ah, scheiße! Das ist ein großer. Och, Mann. Okay. Oh, shit. Boah. Okay, wir nehmen mal einen kompletten Heiltrank. Würde ich einfach mal... Halt die Schnauze. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh Gott. Machen wir jetzt nochmal Spastic Saving. Yay. Ah, ein Königreich für einen Bogen. Okay, das war besser. Das war viel besser. Speichern. Ich hab's noch nicht so ganz raus. Ich bin ja ehrlich. Ich bin ja wirklich ehrlich. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Also ich hab's halt viel gespielt, aber... Ja, ich war halt unverwundbar und bin halt in die Gegner einfach reingelaufen. Und hab mir gedacht so, hi. Aber wie gesagt, ich war da 9 Jahre alt, 8 Jahre alt, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Und genauso wie heute finde ich es in Videospielen zu verlieren, finde ich es furchtbar. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das für euch langweilig ist, wenn ihr halt einfach nur zusieht, wie ich durch das Spiel renne. Also machen wir das halt auf die richtige Weise. Hallo! Aua, 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 aua. Ja, schön von hinten, schön von hinten, schön von hinten. Nein, nicht von vorne. Bin ich hier überhaupt richtig? Okay, da brauche ich... Oh Gott, da ist jemand. Hallo! Okay, das war gut. Oh, Heiltrank. Ja. Oh Gott. Okay, hier ist nichts. Muss ich darüber? Ich glaube, ja. Dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Komme ich von hier? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Orientierung wie ein Brötchen. Speichern. Brötchen, Brötchen, Brötchen. Komme ich da rüber? Nein, da komme ich nicht rüber. Fangen wir wieder beim Friedhof an. Dann gehen wir hier runter. Ich war schon am Überlegen, dadurch, dass der erste Part ja jetzt ungefähr 40 Minuten lang ist, war ich am Überlegen, wie lang wir die restlichen Parts, also die normalen Parts jetzt machen wollen. Also ich habe mir so gedacht, so 20, 25 Minuten ist immer eine angenehme Länge zum Gucken. Ich finde 30 ist zwar auch noch ganz okay, aber was macht ihr denn dafür? Oh, wow. Warum seid ihr so doof? Oh, da kommt noch ein Einstein. Okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder? Fällt es mir jetzt in den Rücken? Nein. Kommst du da lang? Nein. Okay. Nee, deswegen würde ich sagen, halt, wir machen so... Oh Gott. Oh Gott. I have the high ground. No. Okay, okay, alles gut. Alles gut. Oh Gott, dieses Spiel ist wirklich, holy shit. Puh. Also was ich jetzt eben mit meinem Gestammel sagen wollte, wir machen Parts ungefähr so um die 20, 25 Minuten. Ich denke, das ist eine angenehme Gucklänge. Damit kann, glaube ich, jeder leben. Sollte etwas passieren, nein, wie zum Beispiel der da, wie irgendwie Bossfights oder irgendwelche Rätsel, die ein bisschen länger sind, dann werde ich natürlich auch ein bisschen länger die Parts machen. Ihr kennt das ja von Okami. Oh Gott. Okay, rumtanzen, rumtanzen. Ach, scheiße. Ich hasse die Dinger. Die sind so schwer und ich weiß nicht, was man gegen die machen soll. Ah, frick. Frickity frick. Und nehmen wir noch einen Heiltrank. Dann ist der auf jeden Fall tot. Muss ich da überhaupt lang? Will ich da lang? Ja, ich will wissen, was da ist. Hallo. Alter, was? Okay. Sehr gut. Sehr gut. Wie machen wir das? Ey, das kann doch nicht angehen, dass der so scheiße schwer ist. Das ist ein Mob. Das ist ein verfluchter Mob. Okay, ich lasse ihn mal herkommen. Ich lasse ihn herkommen. Ich lasse ihn herkommen. Ich lasse ihn hier herkommen, weil dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum. Er trifft mich halt auch. Selbst wenn ich nicht in seiner Reichweite bin. Ich verstehe das nicht. Der Typ hat 4 Augen. Ohne Scheiß. Das ist so widerlich. Habe ich vielleicht...
Probier das mal mit einer anderen Waffe aus. Ups. Die ist halt langsamer. Und ich nehme noch mal einen Heiltrank. Aber sie macht halt auch ein bisschen mehr Damage. So, ich lasse sie noch mal kommen. Okay, das hat besser funktioniert. Nice. Überall Splatter. Unser Schwert ist auch... Nee, das... Nein, das ist das falsche Schwert. Ich wollte das Schwert ausrüsten. So. Da ist noch einer. Ich speichere. Wir machen die Taktik jetzt nochmal. Oh, er sieht mich, glaube ich, nicht. Ich kann ihm von hinten eine reinwichsen. What? Was ist passiert? Ich bin gestolpert? Ich bin schon wieder gestolpert. Was ist denn hier los? Hallo? Hä? Versteht jemand, was da gerade passiert ist? Ich nehme mich nicht. So, nehmen wir nochmal kompletten und speichern. Hat sich das denn jetzt wenigstens gelohnt? Was finden wir hier? Nein, das ist die Brücke, wo wir nicht rüber konnten. Hä? Habe ich jetzt das echt auf mich genommen, hier gegen die Typen zu kämpfen für einen Heiltrank? Ist das euer verfluchter Ernst? Wow. Das ist nicht lustig. Absolut nicht lustig. Nein. Oh. Das ist die Höhle, wo Arok drinne wohnt. So viel weiß ich noch. Alter, hier sind ja nur diese komischen Viecher. Ich treffe ihn teilweise halt auch nicht. Also manchmal ist die Hitbox schon ein bisschen abgefuckt. Okay, wir speichern. Und wir gehen da rein. Ja. Ich bin ehrlich, wir könnten halt da hinten noch ein bisschen rumlaufen, aber ich will nicht nochmal diese Grabber-Viecher da. Oh Gott. Okay, das wird nicht spaßig, meine Freunde. Oh Gott! Da war ich zu langsam. Shit! Ah, okay. Gott! Oh. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen ruhig bin. Ich versuche, das Muster zu lernen. Okay. Nein, 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 nein. Jetzt wollte ich einfach mit der Faust da rein. Ja, gut. Ah, shit. Okay, so. Springen. Rollen. Speichern. Jetzt guck. Oh Gott. Okay. Ja. Das war gut. Okay, speichern. Oh boy. Oh, hier ging der Boden zu Bruch. Das weiß ich noch. So. Und so. Ja, genau. So, und dann liegt er da unten. Und dann freut er sich. Ja. Okay, speichern. Ich bin nur am spastik saven hier. Oh, wir sind schon da.
Seht ihr da? Seht ihr das da? Das da? Und deswegen würde ich sagen, lockere 20 Minuten. Wir machen hier an dieser Stelle einen Cut und werden uns das in der nächsten Folge anschauen. Haha, Cliffhanger. Haha, ich bin voll das Arschloch. Vielen lieben Dank, dass ihr hier weiterhin dabei seid bei Drakan. Ich bin Whitey. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Doch bis dahin. Tschüss.